Jetzt sind wir angekommen im Herzstück der Haupttribüne. Hier treffen die Mannschaften kurz vorm Spiel aufeinander, bevor es rausgeht auf den Rasen. Von dieser Seite kommen unsere Gäste und auf der Seite ist unser Flur, der blau-schwarze Flur. Und den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Der Raum hier sollte eigentlich ziemlich schön sein, weil hier sind die Schiedsrichter untergebracht. Die haben hier eine kleine Dusche und dann, ja, so viel mehr ist hier nicht. Da können sie ihre Klamotten aufhängen an der Kleiderstange. Hier ist ein kleiner Schreibtisch mit immerhin Powerriegel, dass sie 90 Minuten durchhalten. Und hier ist immerhin noch ein Computer mit Bildschirm, an dem sie dann ihre Spielergebnisse nach dem Spiel eintragen können. Ja, ist doch schön. Wir gehen mal weiter. Der nächste Raum. Mal gucken, ob der schöner aussieht. Hier ist unser Trainer untergebracht. Und wir sehen, auch hier können sich InDesigner noch verwirklichen. Denn auch hier ist es noch relativ karg. Ein paar Stühle, eine Kleiderstange und ein Schreibtisch. Und nicht mal ein Laptop steht hier. Mal gucken, wie es bei der Mannschaft aussieht. Das hier ist das Paradies von unserem Physio Paolo da Palma und unserem Mannschaftsarzt Dr. Roland Kuppig, denn hier werden alle größeren und kleinen Wehwehchen gepflegt. Da wird man vor dem Spiel nochmal ein bisschen durchgeknetet oder auch gerne nach dem Spiel, um die ein oder andere Zerrung vielleicht ein bisschen rauszudrücken aus dem Bein. Und hier, wie man sieht, jede Menge Tape, natürlich in Blau, und Salben, verschiedenste Sachen, die man so braucht, um unsere Spieler fit zu halten oder auch wieder fit zu machen. Jetzt kommt der Raum, den wir alle sehen wollen. Die Mannschaftskabine vom 1. FC Saarbrücken, gehalten in unseren Farben natürlich, in Blau und in Schwarz. Und ihr seht, es ist auch schon alles vorbereitet für das Spiel. Die Trikots hängen schon an den Bügeln, es liegen die Hosen parat und auf die Stutzen. Die Spieler müssen also nur noch reinkommen, um sich hier umzuziehen. In der Mitte ein großer Tisch mit Vitaminen vor dem Spiel. Bananen liegen da und auch ein paar Mandarinen. Der ein oder andere tapet sich ganz gerne und natürlich auch ein paar Kaugummis. Das ist der Platz von unserem Capitano, von unserem Kapitän Manuel Zeitz. Erkennt man unter anderem an der Kapitänsbinde, die hier liegt. Neben dem Trikot und einem kleinen Leibchen zum Überziehen ein paar Stutzen, die bereit liegen. Da unten die Hose, die Stutzen und natürlich auch ein paar Latschen, in die man reinschlüpfen kann. Hier oben das Handtuch für die Dusche danach und ein kleiner Safe, um Wertgegenstände abzuschließen, damit das kostbare Handy nicht geklaut wird während des Spiels. Und man sieht, wenn man sich mal anguckt, wer so neben wem sitzt, es gibt hier so einen saarländischen Block. Direkt neben Manu sitzt unsere große Hoffnung, Luca Kerber, nimmt sich dort wahrscheinlich nochmal den ein oder anderen Tipp, kurz bevor es rausgeht, aufs Spielfeld. Der Affe, der hier immer so laut im Stadion rumbrüllt, der sitzt hier. Dann gucken wir mal, wie die Mannschaft sitzt. Das ist unsere Auswechselbank. Jede Menge Platz, 17 sehr, sehr gemütliche gepolsterte Stühle und zwei Plätze bleiben hier eh immer frei, weil unser Trainer und sein Co-Trainer sitzen immer auf Extrastühlen da vorne, direkt am Rasen. Das hier ist der wichtigste Platz im ganzen Stadion. Euer neuer Stammplatz im Ludwigspark. Die Fantribüne mit einer richtig guten Sicht, nicht wie früher, irgendwo ganz oben in der Kurve, wo man denkt, oh Gott, ich sehe ja gar nichts. Nee, hier ist man richtig nah dran. Also man kann die Farbe der Schnürsenkel der Spieler sehr gut erkennen. Die neue Fantribüne im Ludwigspark. Wer es lieber ein bisschen gemütlicher angehen lässt und sagt, ich will sitzen, ich will nicht zwei Stunden stehen, für den wäre die neue Gegentribüne eine sehr gute Alternative. Das Gerüst steht noch, aber die Sitze, die sind ganz neu, sehr bequem und die Aussicht von hier aufs Spielfeld ist grandios. Guten Tag, was darf es denn sein? Pilz hier, Rostwurst. Das hier wird irgendwann mal, es kann auch ein bisschen dauern, ein Kiosk. Da gibt es leckeres Essen und Trinken hinter der Gegentribüne und ich glaube, es soll sogar Pommes geben. Unfassbar, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.
Auch für die Presse gab es neue Plätze. Das ist die neue Pressetribüne. Hier sitzen die meisten Journalisten, um von hier das Spiel zu verfolgen. Und es gibt noch ein paar Presseplätze und das sind ganz besondere. Hier oben auf dem Dach von der Haupttribüne sitzen nämlich die Kommentatoren von Magenta Sport zum Beispiel oder von unserem Fanradio. Kai ist auch schon da und macht sich ready für die Übertragung gleich. Und ihr werdet es jetzt sehen, von hier oben gibt es einen ganz besonderen Blick. Das ist der Bereich, in dem künftig Cremant getrunken und Schnittchen gereicht werden. Unser neuer VIP-Raum, wirklich vom Feinsten und richtig viel Platz. Aber auch hier erkennt man, es ist noch ein bisschen was zu tun. Noch ist das hier ein Besprechungsraum von der Baustelle, aber irgendwann wird das hier mal eine der exklusiven Logen im Ludwigspark mit eigenen Stühlen direkt vor der Loge, wo man sich dann hinsetzen kann und ganz gemütlich auf seinem eigenen Balkon das Spiel verfolgen kann. Und dabei vielleicht auch das ein oder andere Gläschen Bier trinken kann. Den Raum hier kennt ihr schon, zumindest diese Perspektive, weil hier findet die Pressekonferenz immer nach jedem Heimspiel statt mit den beiden Trainern. Aber wenn ihr gleich auf die andere Seite seht, dann seht ihr, da ist nicht mehr viel, denn im Moment darf die Presse leider nicht anwesend sein bei den Pressekonferenzen. Und deswegen ist es ein großer, leerer Raum. Die letzten Minuten laufen, gleich geht's los, also raus auf den Rasen. Hier geht's los. Hier ist der Anpfiff und dann wird gespielt im Ludwigspark. Und es wird noch ein bisschen was zu machen sein, bis hier alles fertig ist. Das Wichtigste, das fehlt aber nach wie vor. Und das seid ihr da hinten auf eurer Tribüne. Also bis bald.